Willkommen zurück zu Trine. Wir befinden uns hier in Folge 26 im neuen Level, den Ruinen der Verstorbenen. Haben wir schon Verstorbene entdeckt? Hm. Nein, haben wir nicht. Da ist eine verstorbene Fiole. Schmeißen oder schweben? Oh. Hm, Moment. Sorry. Moment, ganz kurz. Ja. Warte, dann gehst du dahin. Ja, so. Genau. Können wir da noch rüber hüpfen nach links? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. So. Oh. Oh. Ah, ich bin oben drauf. Schön. Juhu, aber hier ist nichts. Ja, ich glaube. Das wär's. Timo mit seiner Wut auf Kisten. Ja, ich probiere immer noch den neuen Sturmhammer aus. Da gibt's verschiedene Sachen, die man machen kann wohl. So kleine Schläge und größere Schläge und sehr große aufgeladene Doppelschläge. Hier oben ist doch auf jeden Fall was, oder? Das könnte sein, also wieder werfen und schweben dann. Hey, guck mal, ich kann dieses Trümmerteil. Gut, dann wirf uns mal einen Moment rüber. Ich hoffe, da kann man stehen. Zielen und hepp. Oh, okay. Okay, wir wollten eigentlich hier dahin. Ja, Moment. Ah, da nach oben wollt ihr. Genau. Ach so, Entschuldigung. Na, ist ja kein... Bewegt sich da was? Nee. Okay. Wie sie sofort raufhüpfen. Also rechts oben sieht man gerade eine Fiole, die wir auch noch einsammeln sollten. Mhm, das... Moment, okay. Jetzt kommt Trick 17. Oh, da kommen wir nicht hoch. Also... Ich glaub, ist da einfach Decke? Ja, da ist eine Decke, also da okay. Kommen wir nicht hoch. Da müssen wir dann erstmal... Sorry! Tschüss, Zauberer! Oh, nicht schlecht. So sanft bin ich noch nie geflogen. Entschuldigung. Ich dachte, wir machen das jetzt in die andere Richtung, dann wären wir direkt drüben. Ja, das war der Plan. Mann, Mist. Das gibt's doch nicht, oder? Ja, der Zauberer hat das Zaubern verlernt. Ja. Warte, ich mach das keine Ahnung. So. Oh. Okay, jetzt. Fallt nicht runter, ich greife die Kiste jetzt. Mhm. Warte mal, wirf mal nur den Zauberer. Ja. Wieso, du siehst schon die Stacheln drüben, ne? Nee, ich habe gerade eine Fiole entdeckt, die ich dann einsammle. Ja, alles klar. Also, los geht's. Los geht's. Ich glaube, ich hoffe zumindest, dass man da oben noch... Also, wieso... Boah, das war ja mega der Wurf. Oh, nicht schlecht. Und diese Fiole hier habe ich gerade eben entdeckt. Schön. Kann so. Ich mich da ranhaken oben? Ich probiere mal, oder? Sonst lasse ich euch mal da hochschweben. Ja, ist auch cool. Also immer rauf. Du auch, Timo? Timo macht mal wieder den Schutt. Warte. Na okay, ich kann euch nicht schweben lassen, während sich Timo dran festhält. Das wäre ja mega geil. Das stimmt. So, also, möchtest du jetzt hin, Alex? Soll ich ja, so ist gut. Hier ist so eine Plattform, die sich dann bewegt. Ach Mann, oh. Du hast mich voll erwischt. Warum hat das denn eben nicht gehalten? Fies. Haha. So, und jetzt noch Timo. Dann rauf. Oh. Ich komm mit. Mal, so. Warte, soll ich das lieber umkippen, damit ihr bessere... Ja, es geht schon, du musst dich... Du musst dich nur beeilen beim Rüberschweben. Ja. Okay. Langsam. Oh, das hat wehgetan. Shit. Kein okay. Problem. Aber die Diebin schafft das auch so. Ja. Ich krieg nie den geilen Express. Nächstes Mal. Also oh, ich Skelett, sehe da ein Skelett. Jo. Aua. Ist gecheckt. Oh, na gut. Wir wollen das Duell sehen. Leute. Pfeil gegen Pfeil. Schön. Taktisch die Position von unten aus genutzt. Okay, Moment. Achso, da ist noch eins. Warte, da schwebt er mich einfach weg. Bam. Der Zauberer managt das alles für uns heute. So. Okay. So, da könnte... Moment, ich müsste erstmal wieder den Cursor hier finden. Drück mal einfach Start. Start? Nochmal. Und in der Mitte ist er. Oh, okay, das ist sehr praktisch. Und eine Fiole. Gut, dass du diesen Block gesehen hast. Das sah sehr verdächtig aus. So. Ich fahr mal mit der Plattform. Timo, da musst du uns wieder schmeißen.
Ja. Ja. Komm mal danach mit auf die Plattform, bitte. Ja. Oh, ist auf ein Stein. Das war gut geworfen. Ja, Mist. Nochmal, ich bin zu früh gewesen. Ja. Dachte, ich komme schon runter. Ist auf eine Plattform. Okay. Okay, hier ist die Plattform und ja. Ne? Ja, aufpassen, da unten sind auch Stacheln. Ah, okay, hier ist gar nichts mehr oben drauf. Ich dachte, da wäre vielleicht noch was oben drauf. Gut, dann gehen wir weiter nach rechts. Ja. Na Leute, was geht? Hallo. Hängst du nur so rum? Ja. Ich höre doch schon wieder jemanden. Da unten sehe ich auch jemanden. Eine Ramme aus. Oh, hinter uns. Ja, schade. Save the Wizard. Boah, das ist eine Schaukel. Das sieht nach einer Ramme aus. Oh, links blitzt es, mega. Timo ist wütend. Okay. Okay, Moment. So. Lebt das Vieh noch? Oh! Ups, oh. Also die gehen Mauer auch noch die Wand kaputt. Ja, das passt. Die Umgebung verschwindet langsam. Moment. Wow, wow. Das war ich, Entschuldigung. Ja, Moment. Das kriegen wir noch besser hin. Ja. Das war irgendwie nice. Also gut aus. Ah, da ist noch eine Fiole unten. Okay. Sonst, wer ist mutig und geht da unten lang? Ich. Ah, gut. Okay, wer ist mutig und holt mich wieder zurück nach oben? Nein, passt schon. Hol erstmal die Fiolen. Hol erstmal die Fiolen. Arbeite mal für dein Geld. Ah, okay, das geht nicht. Moment, Kiste. Ich glaube, die werden nochmal weggeschwemmt. Oder? Ja, die werden weggeschwemmt. Oh. Selbst ist der Mann. Okay. Selbst ist der Diebin. Oder so. Oh, der Plankenmeister. Ja, war das war aber auch ziemlich knapp gerade wieder. Nu? Ich glaube, wir müssen nach unten. Noch nö. Zeig mir, wie das geht. Ich habe das dumpfe Gefühl. Ah. Wow. Okay. Sorry, Timo. Du hast so lange rumgehämmert. Jetzt hat der Fischhautritter natürlich den Vorteil. Ich sehe die Kiste. Okay, komm nochmal kurz hoch und wir schwimmen. Okay, guck mal, ob der Boden irgendwo destructible ist. Dann könnte man da ein wenig nach Schätzen graben. Das sieht eigentlich nicht danach aus. Ja, Timo kann sich ja ruhig Zeit lassen. Der hat es ja nicht so eilig, aus dem Wasser zu kommen. Hier ist noch mehr Wasser. Geht es jetzt im Wasser weiter oder an Land? Ich kann erstmal da oben. Ja. Da sind Fiolen! Aber da gehen wir, glaube ich, durchs Wasser irgendwie nach rechts und dann kommen wir hoch. Genau. Oh. Oh, Stachel. Ich wette, einer von uns stirbt da. Wow, das sind aber ganz schön viele Stacheln. Ja. Könnt ihr mich vielleicht nochmal zurückholen? Da ist ja ein Checkpoint in der Nähe. Oh, da oben sind wohl auch Stacheln. Es sind überall Stacheln. Wo war der Checkpoint? Links genau. Oben, jetzt hoch. Ja. Genau, bis über dir. Da. Jo, super. Danke. Danke, Timo. So. Okay, also da müssen wir uns koordinieren, das sieht er. Na komm, raus. Okay. Uiu. So, jetzt... Kommt Timo auch mit hoch? Mal kurz. Warum kriege ich gerade Schaden? Ach, da ist eine Spinne über uns. Oh, wo ist sie denn? Du hast sie umgebracht. Nice. Und sie mich? Na toll. Moment. Ach, über dir ist auch noch eine. Oh, was? Wirklich? Ich glaube ja. Also die Stacheln da oben sind permanent. Da kannst du sonst irgendwas dranhängen, eine Kiste oder so. Da würde eine Kiste eher bringen. Also. Timo will mich die ganze Zeit wiederholen. Okay. Kommst du dann noch hier hin? Ja. Juhu. Schön. Okay, ich pack da eine Kiste hin und versuch, dass sie hier hält.
oder ohne Schaden. So. Also. Ja, wahrscheinlich geht es so. Ja. Okay. Okay. Unten konnte man auch noch lang. Achso, diese Stacheln. Gut, da mache ich jetzt eine Kiste drauf und dann holt einer die Fiole. Boah, ich hol die. Warte. Warte, immer mit der Ruhe. Ich dachte, du machst den nur zum Hochhüpfen, weil hier oben ist noch irgendwie was Tödliches. Moment. Gewesen, irgendwann mal. Timo? Ja, unter uns war noch was, ne? Man da ist eine Truhe gewesen, wo du gerade warst, Alex. Wirklich? Ja. Ich hab die ganze Zeit nach dem Truhe-Symbol gesucht und keins gefunden. Oder... Dann mach du das, ich krieg das eh. Das wollen wir doch mal sehen. Spawn mal nach, Timo. Amulett der Stärke. Mal sehen, was das kann. So, wahrscheinlich für den Krieger. Okay, Amulett der Stärke erhöht leicht die maximale Gesundheit des Trägers. Um 10%. Okay. Ja, ja, kannst du also, auch eigentlich behalten. Ja, okay. Oder mir geben. Na, ich würde es eher Timo geben. Du bunkerst das ja schon langsam. Ich bunker? Ich habe am wenigsten Schätze. Was mimmst du da? Das ist ein Fakt. Okay, gut. Also du bist immer als Erster an der Truhe. Ja. Bist eine gute Diebin. Ja. Schlechte Diebin, ich bin so eine Robin Hood Diebin. Ich sammle immer alles und dann nehme ich es nicht. Tja. Okay, wir kommen hier nicht durch. Ja, ich habe rechts schon mal hier den Holzboden kaputt geschossen, damit wir da gleich hochschwimmen können. Ja, so müssen wir schwimmen. Okay, weg mit den Stacheln. Achtung, Stacheln. Ja. Oh ja. Stachelkugeln. Okay. Ich guck noch mal kurz. Also unten war auf jeden Fall auch noch was. Ich glaube unten. Timo hat gerade. Warst du das, Timo? Oder? Ich war das ja. Ich bin unten gegangen automatisch. Ach, da war ein Schalter, nur mehr nicht. Nee, da waren Fiolen, glaube ich sogar. Eine Fiole war unten, glaube ich. Okay. Gehen wir rauf. Gerade irgendwie ein Schaltergeräusch gehört, als wäre jemand auf den Schalter getreten. Ja, ich komme leider nicht. Ich kann leider nicht hinter euch her. Ihr müsst mal vorgehen. Du spawnst gleich nach, ne? Ja, stimmt. Ich hoffe das. Tada. Da ist er schon wieder. Na toll. Was ist hier denn so? Ah, hier sind Schalter wieder, so drei auf einmal. Oder zwei. Okay. Stimme mal drauf. Ah, okay. Ist da noch ein dritter? Nee. Ah, ist eine Spinne. Mach sie Timo, mach die Wand kaputt. Die Wand kaputt? Versuch hier rechts. Mal. Da sind Fiolen hinter. Welch? Ah, hier, okay. Moment. Oh. Puh. Okay, geht nicht. Schade. Dann müssen wir wahrscheinlich von unten dran rein. Oder von der anderen Seite. Ja, von der anderen Seite. Moment, Moment. Cursor. Du könntest eine Kiste bauen. Ja. Ah, machen wir den coolen Trick, oder? Na, wir packen einfach zwei Kisten dann auf die Schalter, oder? Sehr gut, Timo. Oder Timo wirft uns hoch. Oder so. Also, weil wir sonst nicht so leicht nach oben kommen. Dachte ich gerade. Okay, sonst, Moment, hier ist noch eine Fiole. Links könnten auch noch mehr sein. Da hatten wir ja auch noch nicht so Überblick drüber. Okay, wirf uns mal nach links oben, Timo. Nach links oben? Ja, also siehst du die Fiole da oben links? Oh ja, im Bild? Moment. Da wollen wir hin. Ich drehe um. Ich ziele. So. Ich gucke auf die Plattform, die gleich wieder hochgeht. Ich glaube gar nicht so. Das wir stehen davor. Mit dem Schalter. Also wenn du nicht drauf bist. Na gut. Boom. Ah, sie ist oben. Sie ist gewesen. Oben. Sehr blöd. Gut. Kein Problem. Deswegen konnte sie nicht runtergehen. Mal schauen. Da, jetzt ist sie unten. Ach so, das wird über die Schalter gesteuert, ob die hoch oder runter fahren. Ja. Ach krass. Ich will umdrehen. So. Okay, jetzt. Schalter, die Plattform sind unten. Nicht so hoch. Los. Ah, machst du schon. Gesprungen. Okay, kein Problem. Wir haben ja noch. Da, die Fiole ist runtergekommen. Hast du sie? Ja. Schön. Ja, nice. Ach cool, das Ding ist jetzt permanent geblockt hier auch. Warte. Und da links scheint mir... Ach doch, da war was, oder? Ja, sonst... Timo, wirf uns nochmal hier. Wieder nach links oben? Ja. Ganz mal aber weit nach ganz links. Links. Moment. So. Wohin denn? Warte mal. Warte, gehen wir noch weiter nach links. Gehen wir erstmal weiter nach links. Geh ganz an den Rand am besten. Warte. Leicht.
oder so. Ja, da ist eine Fiole. Da ist sie auf jeden Fall. Okay, Alex, okay. Schweben. Ach so. Auch gut. Ja, sehr gut. Okay. Ruhe? Nein, schade. So. Super, wollen wir in der nächsten Folge hier mal hochkraxeln? Das machen können wir. In der nächsten Folge natürlich erst. Genau. Ja, Timo hat es schon mal vorgemacht. Wir kommen dann gleich nach. Du spawnst sowieso gleich hinter nach unten. Oh Mann. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Du wirst ja gerade ziemlich auseinander.